Ich glaube, die Fischer haben wir hier schon besiegt. Wir haben uns schon einmal bis zum Relaxo durchgekämpft. Nee? Wie nee? Hast du nachgeguckt, ob es eine Quest gibt oder wie? Was sagt er denn bei dir? Bist du auch zu unerfahren? Das Gleiche. Du bist zu unerfahren, hast du es gehört? Du bist unerfahren. Relaxo. Jetzt muss man mal aufpassen, ich will ihn ja nicht außerdem umbringen. Schweinehund. Greift mich beim Schlafen an. Also während er selber schläft. Unglaublich sowas. Ja, relaxe halt. Ich möchte ihn aber selber einschläfern, weil ich nicht möchte, dass er Rest. Was ist ein Rest nochmal? Erholung. Ich möchte nicht, dass er Erholung einsetzt. Kann der bloß Snore? Kann das sein, dass der bloß Snore kann? Rest würde der mit Level 28 lernen. Erst 30. Er müsste also Rest haben. Wir wollen nicht, dass es einsetzt. Jetzt ist die Frage, kann ich noch einmal Cut machen? Das wäre ein bisschen riskant. Pokéball. Los! Fang! Komm, 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 komm. Aufgewacht, ja. Komm schon. Habe ich dir gesagt, dass man Pokébälle etwas günstiger bekommt? Ja, 50 Stück für 9000 statt 10.000. Habe ich auch so gemacht in Prismania City. Bei dem Dieb. Jo. Dickes Fett. Ja. Au, warum hast du ihn warum hast du ihn verjagt? Du Gemeini, du Mini. Aber die fand ihn wohl süß, hä? Lol. Die fanden den süß, ja. Kann ich wenigstens endlich mal hier reingehen? Oaks Aids. Was? Hast du 30 oder mehr? Ja. Shit. Hast du 30 oder mehr verschiedene Spezies, Arten von Pokémon gefangen? Großartig. Professor Eich hat mir gesagt, ich soll dir das geben. Rock Smash.
Da habe ich mir extra in Prismania City gekauft. Na toll. Jess und Gia. Wenn ich gewinne, dann werde ich Gia um ihre Hand anhalten. Oh shit. Ja, nicht wirklich effektiv, ne? Aber es geht so, ja. Ich heile mich gut. Nice. Ich heile mich, glaube ich, am Ende mehr, als der mehr Schaden macht, also passt das. Immer her damit. Oh, komm schon. Warum konntest du uns nicht gewinnen lassen? Ja, ist nicht mein Problem, dass du ein Loser bist. Hey Jess, wenn wir gewinnen, dann werde ich dich heiraten. Tut mir leid, Leute. Ich muss euch einfach einen Strich durch die Rechnung machen. Das kann ich so nicht genehmigen. Kann ich so nicht tolerieren. Oh, ein Crit. Nice. Schön geheilt. Was? Geflincht? Schon besser. Oh, aber warum denn? Also ihr wisst schon, dass ihr trotzdem heiraten könnt, ne? Ihr braucht meine Genehmigung nicht. Oh, Gia, vergib es mir, meine Liebe. Vergib mir, meine Liebe. Ach, Jess, du Dummkopf. Du hast alles ruiniert. Ja, also die können jetzt nicht mehr heiraten. Die müssen sich jetzt trennen. Tut mir leid, aber so sind die Regeln. Ihr habt darauf gewettet, jetzt habt ihr verloren. Jetzt dürft ihr nicht mehr heiraten. Ich bin der Vater des Fishing-Gurus. Als ich jünger war, habe ich sehr viel geangelt. Oh Gott, oh Gott. Sorry. Aber jetzt ist alles, was ich mache, Angel-Merchandise zu verkaufen an die Privilegierten unter uns. Schau dir meine Sammlung an Fishing... an Anglerhüten an. Wirklich? Wirklich? Anglerhüte? Leute, ich dachte, ich kriege jetzt vielleicht eine bessere Angel oder so. Schweinehund. Ich glaube, irgendwo hier in dem Bereich hat doch das Pikachu aus der gelben Edition Surfer gelernt, oder? Oder was war hier? Hier war doch dieses Surfer-Minigame. Unter Fuchs hier? Nicht hier? Komisch. Elektrizität ist meine Spezialität. Ich habe allerdings keine Ahnung von Pokémon des Meeres. Ist egal, du brauchst keine Ahnung haben. Wenn du genug Strom hast, kannst du alles frittieren. Thank you.
Es sollte reichen, denke ich. Ich habe übrigens dank Stefan herausgefunden, was es mit dieser geheimen Ash-Quest auf sich hatte. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo es war. Entweder war es auf dem Weg zum Felstunnel oder irgendwo beim Mondberg. Ne, ich glaube, es war auf dem Weg zum Felstunnel. Da hat man Ash Ketchum getroffen. Und der hat gesagt, schade, dass du kein Pikachu als Starter gewählt hast. Sonst hättest du mir vielleicht helfen können. Ja, egal, ich kümmere mich selbst drum. Dann ist er abgehauen. Wenn man ein Pikachu als Starter genommen hat, was der Stefan gemacht hat, dann hat man dort eine kleine Extra-Quest bekommen. Und da hat man geholfen, Ash seine Mütze wieder zu besorgen. Und dann stellt er fest, dass er im Rucksack noch eine zweite Mütze hatte. Und dann schenkt er dir halt eine seiner Mützen. Und so bekommt man in-game diese typische Anime Ash Ketchum Mütze. Und die kann man wohl anscheinend nur dort bekommen. Nur dort, soweit ich weiß. Und sie ist nicht tauschbar. Und das finde ich ein bisschen assi. Wenn du also nicht den Pikachu Starter hast, kannst du diese Mütze nicht bekommen. Und das wird einem natürlich vorher nirgendwo gesagt, ne? Ja, du hast deinen Namen richtig gehört. Ich habe gerade von der Mütze erzählt. Das hast du mir doch gestern oder heute hast du mir Screenshots davon zugeschickt. Ja. Ist es kein Weltuntergang? Natürlich nicht, aber ich find's trotzdem ein bisschen blöd. Das einzige Positive am Pikachu Starter. Ich weiß ja nicht. Pikachu ist doch cool. Also ich habe jetzt nichts dagegen. Ich finde bloß, Pikachu kann man viel zu leicht im Virtania Wald fangen. Gleich am Anfang. Deshalb macht es für mich halt keinen Sinn, das als Starter zu nehmen. Glumanda kann ich erst irgendwo bei Pyro auf der Insel wieder fangen. Ne? Bis dahin habe ich ja schon ein fertiges Team. Deshalb. Ne? Also wenn ich Pikachu haben will, dann hole ich mir das gleich im Virtania Wald. Unplugged. Wasser leitet Elektrizität. Deshalb solltest du Wasser-Pokémon zappen. Kann ich eigentlich mein Mount hier benutzen? Schade. Wäre lustig, wenn ich hier einfach so benutzen könnte, ohne dass ich Surfer habe. Camper Justin. Ich suche nach einem Mondstein. Hast du einen gefunden? Ja, ich habe Mondsteine gefunden, aber doch nicht hier. Doch nicht hier, im Mondberg. Digga, du suchst am falschen Ort. Aber völlig falsch. Ich habe 39, kann ihm welche geben. Was? Letzter Preis? Ja? Letzter Preis?
Ich verstehe es nicht. Mondsteine sind letzter Preis. Wo sind die letzter Preis? Auch keine PP mehr. Was der NPC zahlt? Weiß ich nicht. Gucken wir gleich mal. Aber ich glaube, denkst du wirklich, der kauft dir welche ab? Glaube ich wohl kaum. Aua. Oh. Petal Blizzard. Der Nutzer. Wirbelt einen gewalttätigen Blätterblizzard auf und greift damit alles um ihn drumherum an. Muss jetzt mal kurz gucken. Ich könnte das jetzt statt Cut machen. Theoretisch. Hätte ich eine gescheite. Ja, eine halbwegs gescheite physische Attacke. Mit Step. Ja, statt Cut. Ich brauche ja Cut nicht mehr, Gott sei Dank. Jo. Ein Eisen. Ich hätte mein Pokémon mit einem Mondstein entwickeln können. Would I have won then? Wenn ich gewonnen hätte. Hätte ich ihm einen Mondstein geben sollen? Hätte ich verloren oder wie? Habe ich nicht verstanden. Ich glaube, das haben wir so nicht ausgemacht. Spiel hat sich wieder aufgehangen. Was beißt an? Du weißt niemals, was du fangen könntest. Was? Ist das bei uns das Barsch war oder ist das noch was anderes? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ist das Barsch war, ja? Okay. Warum gibt es hier diese Pokémon, die immer diesen Spruch sagen? Und warum gibt es überhaupt Pokémon, die reden können? Ist das eine versteckte Quest oder einfach nur ein Running Gag? Also, Picnica Alma. Ich habe Carbos. Carbos. Ist das dieses Hai-Pokémon? Nee. Nee. Carbos Carbon. Und ein Gesteins-Pokémon? Mal schauen. Während ich spelunken war. Wie nennt man sowas, dieses Spelunking? Das ist doch quasi Höhlenforschen, ne? Irgendwie sowas. Carbos, was ist Carbos?
Wir finden es gleich heraus. Gift. Ja. Autsch. Der kann Akrobatik. Ah, der ist hier Pflanze Flug. Pflanze Flug. Da müsste der Petal Blizzard ausreichen. Hm? Nein! Okay, vom Level her. Pikachu, aber vom Element her passt es halt nicht so gut. Nehmen wir Haunter. Oh, zu schade, ich hab's vergeigt. Vogelfänger Sebastian. Hä? Mach doch mal. Donnerball. Nee. Das heißt Thunderbolt nochmal. Donnerblitz. Donnerblitz. Mein Taubsi und mein Tauboga, meine Taubsi und Tauboga Kombination hat verloren. Ja, ja, zwei schwache Vögel. Was hast du erwartet? Was hast du erwartet? Wirklich? Pikachu! Ich habe auch ein Pikachu erwartet. Pikachu! So, jetzt aber die Susi. Blutzuck. Hat gereicht. Sehr schön. Hihi. Oh, das ist Pflanze und Flug, oder? Pikachu gegen Pikachu. Wer wird wohl gewinnen? Also ich wette auf Pikachu. $20 auf Pikachu. Aua.
Ja, Pikachu hat gewonnen. Mauzi. Oh, ich habe verloren. Wild Charge. Nicht so toll. Es ist wie Risikotackle, es verletzt einen halt auch selber. Ich würde sagen, nein. Oh shit. Gerade an den falschen Platz gestellt. Eins weiter runter, dann hätte ich durchlaufen können. Sicher, ich werde mit dir spielen, Süßer. One shot. Zumindest paralysiert, aber der Buff macht mir nicht so viel Spaß. Paralysiert. Ah, shit. Na gut. Minimal Overkill. Minimal. Bei 50. Sehr schön. Oh, du kleines Biest, du. Lightscreen. Nein. Ich hatte Thunderbolt geklickt. Ich wollte auf Do Not. Ich hätte beinahe fast Thunderbolt weggemacht. Manchmal bin ich mental nicht ganz anwesend. Ich komme gleich wieder. Ich muss mir mal was zu trinken holen. Bis gleich, Leute.